Was brauchen Sie, um schwärmende Kontrolle zu machen, mit Apifox Auditor? Die erste, Sie müssen deutlich sehen, die Signale der Bienen klingt im Monitoring-Modus. Wenn nicht, verwenden Sie den Drehknopf, um sie auf dem Bildschirm größer zu machen. Denken Sie daran, dass die Genkontrolle nicht automatisch erfolgt. Sie sollten es selbst korrigieren. Dann starten Sie den General-Starte-Kontrollmodus. Je mehr lange Messung Sie machen, desto mehr gezieltes Ergebnis erhalten Sie. Die besten Intervalle 5x für 15 Sekunden oder 5x für 30 Sekunden. Dieses Ergebnis der Messungen zeigt die Möglichkeit des Schwärmens. Mit Ausnahme des Diagramms können Sie die Vorhersage im Textfenster des Gerätes lesen. Jetzt solltest du den Swarming-Kontrollmodus des Gerätes benutzen, um die Kraft des schwärmenden Impulses herauszufinden. Es ist notwendig zu sagen, dass man mit diesem Modus Messungen starten kann. Aber vergessen Sie nicht, korrekte Verstärkung Ihres Mikrofons zu machen. Hier zeigt Swarming-Kontrollmodus die höchste Möglichkeit des Schwärmens. Beide Pfeile sind in der roten Zone. Die Familie beginnt mit Swarming. Sie haben 12 Wochen oder in der Nähe, um den Verlust der Bienen zu verhindern. Das Einzige, was Sie jetzt machen können, ist die persönliche Inspektion der Familie durchzuführen, um Königinnenzelle zu finden und ihr Alter zu bestimmen. Dies wird Ihnen erlauben zu verstehen, wie viel Zeit haben Sie, bis der Schwarm wird zu seinem neuen Zuhause gehen. Hier zeigt die visuelle Kontrolle, dass die Bienen nur zukünftiger Königinnenzellen bauten. Dort gibt es keine Eier. So haben Sie in der Nähe von 2 Wochen, um Maßnahmen zu ergreifen und das Schwärmen und den Verlust der Bienen zu verhindern.